Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von KupfTV, der Sendung der Kulturplattform auf DorfTV. Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen an den Fernsehgeräten und Computermonitoren. Das Thema der heutigen Sendung lautet Interkultur in der Kulturarbeit. Dieses Thema wurde gewählt, weil Interkultur ein Jahresschwerpunkt der KUPF-Arbeit 2012 ist. Interkultur, ein Begriff, der relativ häufig verwendet wird, so wie in die KUPF interpretiert und wie wir ihn auch heute diskutieren wollen, widersetzt sich dieser Begriff einer Integrationslogik, die hauptsächlich von der Mehrheitsgesellschaft vorgegeben werden möchte. Interkultur heißt für die KUPF auch eine erneute, breitere Auseinandersetzung, vor allem mit dem politischen Antirassismus, einem Themenfeld, das die KUPF seit Jahren begleitet. Und Interkultur heißt für die KUPF aber auch sehr zentral, dass es darum gehen muss, die eigenen Strukturen und in Folge auch die Strukturen der Mitgliedsvereine und Mitgliedsinitiativen der KUPF zu hinterfragen. In einem ersten Schritt 2012 dieser Auseinandersetzung hat sich die KUPF sehr stark an das Buch von Mark Terkesidis orientiert, welches 2010 im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Und in diesem Buch stellt Mark Terkesidis die These auf, dass echte Teilhabe an der Gesellschaft nur dann stattfinden kann, wenn sich die Vielheit der Bevölkerung auch in den Strukturen von Institutionen, Vereinen und so weiter wiederfindet. Vor zwei Wochen war Mark Terkesidis in Linz zu Gast im Kepler-Salon und hat dort einen Vortrag zum Thema Was macht Interkultur in der Kulturarbeit gehalten. Dieser Vortrag ist auch im Videoarchiv von DorfTV zu finden. Mark Terkesidis wird uns auch in dieser Sendung sozusagen begleiten oder einigermaßen die Struktur dieser Sendung vorgeben. Am Tag seines Linz-Besuches habe ich ein Interview mit ihm geführt und Zuspielungen aus diesen Interviews werden sozusagen die drei Blöcke dieser Sendung heute jeweils einleiten. Ich darf jetzt die Diskutanten und Diskutantinnen des heutigen Abends vorstellen. Rubia Salgado, Mitarbeiterin von MAIS, dem Autonomen Zentrum von und für Migrantinnen in Linz. Rubia ist eine lange Wegbegleiterin der KUPF und ich möchte fast sagen eine Katalysatorin, wenn es um das Feld Kulturarbeit von Migrantinnen in der KUPF geht. Du bist relativ unbeschadet daraus hervorgegangen und für die KUPF nach wie vor eine zentrale Figur in diesem Feld. Andi Wahl, heute Dauergast auf DorfTV, für alle, die DorfTV heute schon vorher mitverfolgt haben. Bau- und Kulturarbeiter noch immer und zurzeit Geschäftsführer von Radio Froh in Linz und ebenso wie Rubia Salgado, langjähriger Wegbegleiter der KUPF. Und zuletzt Julia Engelmeier, Dramaturgin und Öffentlichkeitsarbeiterin im Theater Phoenix in Linz und aktiv im Verein ADA, einer Selbstorganisation von Migrantinnen, die sich sehr stark in der Jugendarbeit organisiert und engagiert. Und du bist vor allem auch eingeladen worden, weil du auch in der letzten Ausgabe der KUPF-Zeitung zum Schwerpunkt Interkultur einen Text zum Thema des postmigrantischen Theaters geschrieben hast und dich damit auseinandergesetzt hast. Herzlich willkommen und danke fürs Kommen. Und wir gehen jetzt schon zum ersten Einspieler, zum ersten Themenblock. Wie einleitend angekündigt, wird eben diese Sendung von drei Zuspielungen von einem Interview mit dem deutschen Autor und Migrationsforscher Mark Terkesidis strukturiert werden. Das Interview fand am 12. März im Büro der KUPF statt und der erste Block widmet sich der Frage der Möglichkeiten, wie diese Theorie von Interkultur in die Praxis umgesetzt werden kann. Bitte die Zuspielung. In deinem Buch Interkultur stellst du die These auf, dass echte Teilhabe in einer Gesellschaft nur dann stattfinden kann, wenn sich die Vielheit, wie es das du nennst, der Bevölkerung auch in den Strukturen wiederfindet, was ja als These sehr logisch klingt eigentlich. Aber wie kann sowas konkret ausschauen? Naja gut, also im deutschsprachigen Europa sozusagen gibt es ja einen Bereich von öffentlich geförderter Kultur und da stellt sich natürlich auch in Bezug auf die Vielheit in der Gesellschaft, die Vielheit in den Städten, die Frage, wie man diesen Bereich öffentlich geförderter Kultur nun ausrichtet auf die ganze Bevölkerung. Und wenn ein Theater Stadttheater heißt, dann sollte es auch die Stadt repräsentieren. Wenn man sich aber mal anguckt, wie die Kulturinstitutionen dieser Tage funktionieren, dann ist es so, dass es eigentlich weiterhin sich aus einem bestimmten Klientel rekrutiert, wer da arbeitet und sich programmatisch eigentlich auch ein bestimmtes Klientel richtet. Also die unausgesprochene Gruppe, die in diesem Kulturbereich repräsentiert ist, ist eigentlich sozusagen das in Anführungszeichen Bildungsbürgertum.
Und da ist halt die Frage, okay, wie sorge ich jetzt dafür, dass es eine andere Passung gibt zwischen den Kulturinstitutionen und der Gesellschaft oder beziehungsweise der städtischen Gesellschaft, in dem die sich befinden. Und da kann man jetzt einfach mal verschiedene Fragen sozusagen aufwerfen. Die eine Frage ist natürlich einfach so eine ganz technische Frage. Also fragen wir mal nach dem Personalbestand. Wer arbeitet in diesen Institutionen? Und dann die Frage der Vielheit in Bezug auf Einwanderungsgesellschaft wäre, wie viele Leute mit Migrationshintergrund arbeiten eigentlich in diesen Institutionen? Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass zumindest in den deutschen Städten und teilweise für Wien, in Österreich gilt das genauso, haben wir ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, die Migrationshintergrund haben. Und wenn ich an den Theatern, Museen und so weiter, also im Bereich öffentlich geförderter Kultur, 2% Leute mit Migrationshintergrund habe, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja, also und ich muss dann dafür sorgen, auch proaktiv, dass sich der Personalbestand verändert. Die zweite Frage würde sich dann beziehen auf das Publikum, also wie viele Leute mit Migrationshintergrund gehen eigentlich in diese Institutionen. Wenn das ein Bereich öffentlich geförderter Kultur ist, dann ist es ja auch, das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. Also wem kommt das eigentlich zugute? Also wenn ich jetzt sage, eine Theaterkarte in Berlin an verschiedenen Theatern wird mit 170 € pro Karte subventioniert und nur einem Kreis Mittelschicht kommt das sozusagen zugute, dann ist das keine korrekte Angelegenheit im Sinne von Gerechtigkeit. Also das heißt, ich muss auch mich fragen, wie adressiere ich das Publikum auf eine neue Art und Weise. Und da stellt sich ja die Frage, okay, was findet da eigentlich an Kultur statt? Ja, was ist die Agenda dieser Kultur? Also welche Geschichten werden da erzählt in diesem Kulturbereich? Was für Formen sind in diesem Kulturbereich präsent und man kann halt da auch wieder sehen, dass es sozusagen sehr stark auf einen Kanon ausgerichtet ist, der ein klassisch bildungsbürgerlicher Kanon ist, dass es sehr stark ausgerichtet ist auf ein Themenspektrum, das im bildungsbürgerlichen Bereich diskutiert wird und eben auch von seinen Formen her sehr stark an einem Mittelstandspublikum orientiert ist. Und das sind halt Dinge, die man verändern muss. Allerdings ist das kein Plädoyer dafür, sozusagen jetzt einem allgemeinen Bedürfnis nach Kommerzialisierung zu folgen, was allerdings ja schon auch getan wird. Ja. So, und dann ist es aber so, dass sozusagen der Kulturbereich, wenn er denn Richtung Kommerz geht, eigentlich auch so eine Wellness-Veranstaltung für ein mittelständisches Publikum wird oder zu deren Selbstverständlichkeit. Und das meine ich nicht. Also ich meine sozusagen, wie kann man diese Formen so fassen, dass sie eine andere Agenda und andere Geschichten berücksichtigen und gleichzeitig keine Qualitätseinbußen haben. Und dann nächster Bereich wäre die Kulturförderung. Also wie ist sozusagen das eigentlich in der Kulturförderung verankert? Also da ist es so, dass es unterdessen eigentlich nur so einen Bereich gibt, der dann interkulturelle Kunstprojekte heißt. Nur was ist das, ein interkulturelles Kunstprojekt? Also entweder eine Stadt ist vielheitlich, dann ist eigentlich alles interkulturell. Und ich muss die Förderrichtlinien so formulieren, dass das ebenso berücksichtigt wird wie in Gender Mainstreaming sozusagen Geschlecht berücksichtigt wird, aber ich kann keinen Sonderbereich schaffen für interkulturelle Kunstprojekte, wenn wie in Frankfurt bei den unter 6-Jährigen 67% der Kinder Migrationshintergrund haben, das ist völlig sinnlos. Und dann stellt sich auch nochmal die Frage, welchen Kulturbegriff ich eigentlich mittlerweile anwende und da gibt es halt zwei Punkte, die relevant werden. Das eine ist, dass der Kulturbegriff traditionellerweise immer noch an der Nation angedockt ist, ja, und das kommt dann in Konflikt in verschiedene Arten und Weisen. Ja. Also wenn man immer davon ausgeht, dass Kultur etwas ist, was quasi an der Grenze Halt macht, dann stimmt das sozusagen mit einem globalisierten Bereich von Städtigkeit nicht mehr überein. Und das zeigt sich dann auch daran sozusagen, dass man in Deutschland eine Autorin wie Hertha Müller in 2007 in Unterrichtstexten noch in ein Ghetto namens Migrantenliteratur eingesperrt hat, die dann 2009 den Nobelpreis bekommt und die gerade deswegen den Nobelpreis bekommt, weil sie den Bereich deutscher Kultur in Anführungsstrichen neu definiert, indem sie das Rumänien, in dem sie aufgewachsen ist, als Deutschstämmige sozusagen in diesen Bereich hinein definiert. Und dann wird Kultur aber eher sozusagen oder kulturelle Äußerung eher zu einem Knoten in einem Netzwerk, als dass es sozusagen ein so kugelförmiger Bereich für nationaler Kultur ist. Und dieser Kulturbegriff wäre dann eher wegzuorientieren von der Nation hin dann zu sowas wie etwa Urbanität, wo man sagt, okay, das Urbane ist sozusagen das, wo die innere Vielheit und die Internationalisierung zusammenkommen und dort eben sozusagen neu ausbuchstabiert werden müssen in so einem institutionellen Bereich. Ja, soweit einmal fürs Erste. Max Herke sieht es im Interview.
Ich habe besonders spannend gefunden, dass er sehr zentral diese Frage der Verteilungsgerechtigkeit anspricht. Ist auch in diesem Sinne, dass öffentlich geförderte Kultur auch der Öffentlichkeit in einer Gesamtheit zugutekommen muss. Lustigerweise eine Debatte, die es gerade von Deutschland nach Österreich hereinschwappt über diese Publikation des Kulturinfarktes dieser vier Autoren. Einleitungsfrage mal an dich auch, Rubia, aus deiner Perspektive, diese Frage nach Gerechtigkeit, nimm ja alles, was die auch wahrscheinlich schon lange beschäftigt. Kannst du so eine Kurzanalyse treffen, wie es aus deiner Perspektive darum bestellt ist, was jetzt Personalbestand, aber auch Programmatik im Kulturbereich betrifft? Was mich da in seiner Aussage etwa irritiert, ist diese Frage nur im Hinblick auf den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Gesellschaft zu stellen. Denn diese Frage ist eine grundsätzliche Frage. Also für wen werden Kulturangebote, wenn wir so denken, ja, dass es ein Angebot ist, das konsumiert wird oder was weiß, subventioniert und das wird jemand zur Verfügung gestellt, Angebot. Das ist eine grundsätzliche Frage und es wäre ein Fehler, diese Frage jetzt reduziert auf die Migrantinnen zu stellen. Es ist eine gerechte Frage, absolut, aber betrifft nicht nur einen bestimmten Anteil der Bevölkerung. Es ist auch eine Frage der Klasse. Und vor allem ist das eine Frage der Klasse. Die kulturelle Produktion, und das spricht er auch ganz deutlich auch, also die Mehrheit der kulturellen Produktionen, der kulturellen Angebote in der heutigen Gesellschaften, ja, hier in Mitteleuropa, richten sich an den Bildungsbürgertum. Eine bestimmte Abschnitte der Gesellschaft. Und insofern ist das auch ein Anliegen von Migrantinnen, von politisch organisierten Gruppen, sei es Migrantinnen, unterschiedliche, muss das ein Anliegen sein, zu herauszufordern, zu hinterfragen, zu sagen, was ist das, an wen, also wen es subventioniert ist, soll das der allgemeine Bevölkerung zugutekommen. Und das ist insofern auch ein Anliegen von Migrantinnen, würde ich so sehen und auch lesen in verschiedenen, nicht nur in Österreich, verschiedenen Bewegungen, verschiedenen Organisationen, artikulieren das. Aber ich finde es ein Fehler, dieses Anliegen und diese Forderung getrennt separat zu stehen. Es ist eine Frage der Ökonomie, es ist eine Frage der Strukturen, der Stratifizierung und so weiter in der Gesellschaft auch. Aber ich weiß nicht, ob die nicht eine Frage. Doch, die Frage wäre nur, ob das nicht, also so als Anschlussfrage, ob es nicht notwendig ist, zumindest mal, wenn ich über Strukturen spreche, ein Segment unter Anführungszeichen zu bearbeiten, um dort auch vielleicht strukturell Verbesserungen herstellen zu können. Also weil sozusagen die Gesamtrevolution ist immer eher utopisch zu sehen. Na, ich hoffe, es kommt, also es ist auch ein Anliegen von Migranten und ich sehe das und ich beobachte und wir beobachten und wir wissen, dass es auch, also das Recht, die Forderung nach Partizipation, nach Mitgestaltung, die Forderung nach Einmischungsmöglichkeit, man will sich einmischen und das ist zu unterstützen, absolut. Und dass die Strukturen, nicht nur, dass das Personal verändert wird, sondern dass die Institutionen oder Einrichtungen, sei es im Kulturbereich, aber wir reden hier über Kulturbereich, dass die Strukturen sich radikal verändern. Also nicht nur die Personalbesetzung. Denn das hat, der bezieht sich in eine sehr unschuldige Weise so auf, also er macht einen vermeintlich unschuldigen Vergleich zu Gender Mainstreaming, ne? So, und er suggeriert, dass das mit Gender Mainstreaming gut läuft, ne? Aber Gender Mainstreaming zeigt uns, dass bestimmte Veränderungen angestrebt werden, tatsächlich stattfinden, ohne Grundsätzliches zu verändern, ohne strukturelle Veränderungen zu bewirken, und so herrscht immer noch innerhalb von Institutionen und Betrieben und so weiter frauenfeindliches und benachteiligten Strukturen und so weiter. Und daher
gebe ich dir recht, ja, klar. Also man muss sich also als Migrantin die Forderung stellen und auch die Gelegenheit nutzen und so weiter, strategisch hier zu handeln und Plätze besetzen. Aber nicht, es geht nicht nur um Personal, um die Frage der Personalbesetzung, sondern auch um die Transformation der Einrichtungen. Und in der Transformation der kulturellen Einrichtungen, da können wir noch reden, was wäre das. Mhm. Wir kommen auf genau diese Frage, Gender Mainstreaming für und wieder, oder sozusagen Gender Mainstreaming auch als Synonym vielleicht für sowas wie Interkultur oder Diversity, kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Aber wann jetzt, um auf dich hinzukommen, einerseits spricht er davon, die Strukturen zu ändern, aber er spricht natürlich auch davon, den Kulturbegriff radikal zu ändern oder neu zu denken. Und ich finde, er hat da eine schöne Formulierung, er sagt, es geht um die Frage, welche Geschichten erzählt werden, also Geschichte und Geschichten eigentlich. Gibt es aus einer sozusagen Theaterperspektive heraus einen Ansatz, wo man sagt, das sind jetzt die Geschichten, die künftig gerade in Institutionen wie Theatern erzählt werden müssen? Mhm. Na, man sieht das eh. Bei den Theatern, die jetzt auch dieses Etikett postmigrantisches Theater, und postmigrantisch bedeutet tatsächlich sowas wie interkulturell, also weg von traditionellen migrantischen Herkunftsgeschichten zu globalisierten Geschichten, die von Vielheit erzählen, von einer pluralistischen Gesellschaft. Und wo diese Geschichten erzählt werden und auch Erfolg haben jetzt, dass das funktioniert und wie das funktioniert, ist es aber tatsächlich so, dass es daran noch am meisten mangelt, also an den Stoffen, dass man, dass das am schwierigsten zu finden ist in der Theaterpraxis, gute Stücke, gute Autoren, die Stücke auch entwickeln können, die von dieser Gesellschaft erzählen. Ist natürlich auch eine Frage der Nachfrage. Theater arbeitet man ja meistens dann doch, sagen wir mal, mindestens zur Hälfte mit alten Stoffen und Stücken, die man natürlich auf neue Weise erzählen kann und in neuen Inszenierungen auch auf diese pluralistische Gesellschaft eingehen kann. Aber das Wichtigste wäre eigentlich also meiner Meinung nach eine Förderung von Autoren und von sowas wie so ein Akademiegedanke von jungen Theatermachern mit. Muss jetzt eben nicht nur migrantischer Herkunft sein, also so wirklich, wo das gesamte pluralistische Spektrum der Gesellschaft vorhanden ist. Wenn du sagst, da fehlt die Literatur oder die Stücke fehlen, wie müssen diese Stücke beschaffen sein? Was sind die Anforderungen an Stücke für postmigrantisches Theater? Na, grundsätzlich, die Anforderung ist einfach, die ganze Gesellschaft in ihrer Gesamtheit ist natürlich immer in ihrer Totalität kann man eine Gesellschaft eigentlich selten darstellen, aber Ausschnitte von einer globalisierten Gesellschaft darzustellen, Migrationsbiografien einzubeziehen und nicht immer, Marc Terkesiede sagt das auch oft in seinem Buch, nicht immer defizitorientiert von Migrationsbiografien zu erzählen, sondern einfach auch das erweiterte Spektrum, also was macht das aus? Sind Geschichten, in denen selbstverständlich auch türkische Menschen mitspielen? Sind Geschichten, die in mehreren Ländern handeln, die zeitgleich, es gibt viele neue Stücke, die so sind, die so gebaut sind, aber es ist trotzdem noch immer schwierig, also wenn man dann ein Haus programmiert, hat man ja auch andere Koordinaten zu erfüllen, Stoffe zu finden, die dann aufs Ensemble passen, die gerade mit einem anderen Thema in den Spielplan reinpassen. Und dann aber eben auch wirklich nicht nur wiederum eine bürgerliche Gesellschaft widerspiegeln. Das ist es. Also dieses Ballhaus Naunienstraße in Berlin, die diesen Begriff des postmigrantischen Theater geprägt haben für den deutschen Sprachraum. Eigentlich kommt der Begriff aus dem Amerikanischen. Aber dieses wegweisende Ballhaus Naunienstraße, die erzählen viel auch von Grenzen und von Ankommen in der Fremde und so. Also schon Geschichten, die auf diese Differenz eines Lebens mit Migrationshintergrund hinweisen, aber eben in einem positiven Sinne, also auch die Vorteile dieser Menschen in den Vordergrund stellen. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich darum bemüht, eine gemeinsame neue Ästhetik zu finden.
die vielleicht das Fernsehen teilweise schon hat oder das Kino auch schon hat, das gerade in Deutschland. Und ja, das, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das so einen Erfolg hat, weil diese, die ästhetisch sehr weit sind. Das hat, also ich höre ja immer noch so dieses Begehren nach Mainstream. Also das ist das, und das ist nicht zufällig, dass der Marc auch so über Gender Mainstream ist. Da auch, kannst du das auch nachvollziehen? So das Mainstream? Ja, das Migrationshintergrund als Mainstream. Genau, absolut. Das ist eigentlich der Ansatz. Also postmigrantisch ist ein Etikett, das ich selbst eigentlich abschaffen möchte. Ja, ja. Das soll es dann irgendwann nicht mehr geben. Ja, genau. Zu Selbstverständlichkeit. Ja, genau. Und das soll, es gibt ja in Wien, gibt es jetzt die große Debatte, soll es ein postmigrantisches Theater nach Berliner Vorbild in Wien geben, ein eigenes Haus. Es wurde da lang über das Kabelwerk diskutiert. Ich habe heute mit Claudia Seigmann telefoniert, die meint, das ist immer noch im Gespräch. Es gibt da auch Überlegungen, wer das machen könnte, aber es gibt da auch Stimmen dagegen, weil man das dann vielleicht wieder sozusagen ghettoisiert. Also dann hat man wieder so ein Haus, das für das postmigrantische Theater zuständig ist, die machen das dann und die anderen sind auch wieder raus. So. Ja. Und das wäre aber eben... Das wäre nicht Mainstream. Das wäre eben nicht, genau. Sondern man, genau. Also eigentlich auch schon dieser Versuch im Kontext postmigrantisches Theater über sowas wie Affirmative Action bewusst darauf hinzuarbeiten, um irgendwann einmal diese von mir aus eine Exotisierung quasi von Migranten in einem Theaterbereich, aber grundsätzlich auch im Kulturbereich, irgendwann mal ad acta legen zu können. Spannend finde ich natürlich, dass du ja eigentlich auch, wenn du das so erzählst, auf der Suche nach Geschichten und Autoren und so weiter, dass das ja eigentlich dann im Kern auch wieder zum Teil sehr stark strukturelle Probleme sind. Und das wahrscheinlich ohne Änderung von Strukturen ja sowas auch nicht ergeben kann, weil man die klassischen Ausbildungsstätten ist für Schauspielerinnen, Autorinnen oder so weiter, so strukturiert sind, wie sie jetzt sind, orientieren sie ja natürlich nicht an die Mehrheit der Gesellschaft, sondern ganz klassischer wieder. Das heißt, da ist eigentlich, finde ich, eine wunderschöne Relation ist zwischen diesen zwei Fragen auch von Inhalt und Struktur gegeben dann. Also es gibt ja jetzt einige institutionalisierte Ausbildungsstätten für Theaterautoren, vor allem in Deutschland. Und ich denke, dass die schon auch in die Richtung arbeiten. Ansonsten gilt für alle am Theater Arbeitenden, auch mich eingeschlossen, quasi so ein Imperativ, proaktiv zu arbeiten, Leute zu suchen, Ausschreibungen zu machen, nach Stücken zu suchen. Es gibt Stücke, aber die müssen dann eben auch gelesen, gefunden, ausgewählt werden und so. Damit die Autoren gefördert. Abschließend vielleicht, oder vielleicht abschließend, schauen wir mal. Abschließend schon? Ich will nichts priorisieren zu diesem Block. Das war ein Vergnügen, Stopp da drin. Jetzt bin ich geschwätzt. Zu diesem Block wollte ich noch fertig sprechen. Das so ein Wegbild vom Theater, nämlich hin zum Medienbereich. Radio Froh hat ja immer Vielzahl von muttersprachlichen Sendungen, ist er sehr stolz drauf. Ich glaube zurzeit 17 Sprachen, die irgendwie aktuell auf Radio Froh hörbar sind. Und die Frage, die wir beide auch schon öfters diskutiert haben, aber noch nicht in dem Kontext da heute, ist natürlich die Frage, ob so eine Herangehensweise über die Frage der Programmmacherinnen auch was mit einer Frage nach dem Personalbestand zu tun hat, letztendlich. Also dahingehend siehst du eine Unverhältnismäßigkeit zwischen dem Anteil in der Bevölkerung und dem Anteil der Beschäftigten, ob es Programmmacherinnen oder Fixangestellte bei Radio Froh mit Migrationshintergrund, und wie geht Radio Froh es dann sozusagen auf einer strukturellen Ebene damit um oder kann damit umgehen? Ich sage immer, Radio Froh ist ja der Hort der Normalität, weil mit, du hast ja angesprochen, etwa 25-30% unseres Programms, der hauptsächlich von Ehrenamtlichen bestritten wird, sind nicht deutschsprachig, also in irgendeiner anderen Sprache. Das ist in etwa der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Linz. Also quasi, da sind wir sehr viel normaler als die Privatsender oder die kommerziellen Privaten oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und witzigerweise gar nicht quasi jetzt so
geplant. Wir haben 9 Angestellte in Froh. Und wenn ich quasi Definition mindestens ein Elternteil ist nicht in Österreich geboren heranziehe, dann sind das von den 9 3. Also wieder 30% ungefähr wieder in etwa dieser Migrantinnenanteil. Das war bis vor kurzem ein Problem, weil wir, bevor ich mir das genau angeschaut habe, weil ich immer wieder sowas gefragt wird, warum gibt es keine Migrantinnen quasi im Angestelltenverhältnis. Und dann habe ich nachgefragt und bin ich draufgekommen, die stimmt gar nicht. Ja? Wenn ich sage, mindestens ein Elternteil ist nicht in Österreich geboren, sondern das 3, nur es fällt nicht auf. Ja? Weil eben im Fall, das sind ja alles zum Großteil junge Akademiker, ein paar ältere, weil das ja Leute sind, denen man das nicht ansieht oder oft dann gar nicht anhört. Ja? Und aufgefallen ist mir bei einem AS-Projekt, das wir gemacht haben, wo der Alexander Wolwoda gefragt worden ist, der mit 12 nach Österreich gekommen ist, ja, gefragt worden ist, warum gibt es eigentlich keine angestellten Menschen mit Migrationshintergrund? Und der sagt wirklich, ja, das ist ein Problem, das müssen wir uns anschauen. Also der selber quasi so ein Vorzeigemodell wäre, ja, von jemandem, der mit 12 kommt, die Sprache lernt, einen akademischen Abschluss macht, sich selber gar nicht als bekannt begreift. Ja? Und darum glaube ich auch, bin da sehr bei dir, dass es nicht, dass diese Unterscheidung quasi Eltern oder Seeleltern nicht in Österreich geboren, nicht sehr weit führt. Das ist sind andere Mechanismen, die Leute ausgrenzen. Ja? Und jetzt herzugehen und quasi jemanden zu suchen, den man das quasi von der Weiten ansieht, ja, das wäre auch eine Form von Diskriminierung. Ja? Also so ein Vorzeigefall zu finden. Vor allem, wenn man ja davon ausgehen muss, dass sozusagen das Merkmal, wenn man so will, Migrationshintergrund kein alleiniges Merkmal ist für die Qualifikation oder Frage, warum ich eine Person in einem Angestelltenverhältnis nehme, klar. Sondern also sozusagen da, wo Marc der Kessie Design sein Buch ja sehr oft darauf zurückkommt, das ist vielleicht ein Teil in einem Puzzlespiel von sehr vielen Teilen, das ein Individuum dann ausmacht. Und eben das, was du jetzt gerade ansprichst, das war sozusagen die Frage, wir brauchen quotenmäßig eine Person mit der man es unter Anführungszeichen ansieht, so wie Ratzenböck das ja damals gern gehabt hat, mit Migrationshintergrund, damit wir uns quasi legitimieren noch können. Und ich glaube, dann ist man nämlich genau auf dem falschen Weg, um sozusagen, da ist man eher in diesem Feld der Political Correctness und wir erfüllen die Quote. Ja, wo ich immer noch, trotzdem immer noch so kämpfen muss, ist, dass Leute Akzent haben. Also wir haben ja quasi immer auch europäische Freiwillige aus zur Zeit oder Frau Spanien, ja, die zu Beginn einmal Scheu haben, quasi ihren Akzent da rüberzulassen und ich sage, genau das wollen wir. Ja. Also was uns ja interessiert, ist ja Alleinstellungsmerkmale, ja. Also so ganz reinen PR-Gedanken heraus, ja, dass man auftritt und sofort wirkt, das kann nur froh sein. Ja. Und darauf gekommen bin ich auch, weil es in Salzburg, also auf die Kommunikationswissenschaften, gibt es eine Zusammenarbeit mit dem ORF Salzburg. Und der Mensch dort hat wirklich gemeint, dass eine Frau mit spanischem Akzent nicht im Radio zu hören, sondern nicht, zumindest nicht auf Radio Salzburg zu hören sein kann. Das geht nicht. Ich glaube, dass das auch im Schauspiel die größere Grenze ist als das Aussehen. Also ein junger, hübscher Mensch mit was auch immer für eine Hautfarbe oder Augenstellung, keine Ahnung, ist willkommen in jeder Schauspielschule, wenn er talentiert ist. Aber die Sprache, wenn dann ein Akzent da ist, da sind dann alle, glaube ich, vorsichtig. Also ich habe zur Recherche für den Artikel mit der Margarete Besendorfer telefoniert, die ist die Leiterin der Theaterabteilung an der Bruckner Uni, und die sagt auch, sie denkt für den Arbeitsmarkt ganz wichtig, dass sie ein- und freies Deutsch sprechen. Und ich bin mir da nicht sicher. Also wahrscheinlich für den Arbeitsmarkt
im Gesamten ist es noch wichtig, aber ich glaube, dass wir uns im Theater auch ein bisschen öffnen sollen, dafür, dass es nicht relevant ist, dass jemand einwandfrei Hochdeutsch spricht. Aber es ist noch, also es ist auf jeden Fall so eins der sagen wir, zwei, drei Gründe, die immer genannt werden, warum es so wenig migrantische Schauspieler gibt im deutschen und österreichischen Theater. Darf ich oder ja. willst du die Jederzeit. Weil auch da gefragt werden muss, was einwandfrei und was Hochdeutsch ist. Mhm. Also, und welche Varietäten diese Sprache gesprochen wird und in welchen Situationen wie gesprochen wird und wie viele Menschen diese Sprache anderes benutzen. Mhm. Und das ist dann eben, das sind Strategien, Manövern eher so von Macht um Ausgrenzungen zu bewirken. Das ist klar, so markiert man. Also das Aussehen, die Sprache, das Akzent, also das sind so bestimmte, außer es kann vermacht werden. Mhm. Ja, und da kommen wir zu Mainstream. Mhm. Ja. Was kann zu Mainstream gemacht werden, wird meistens durch die Logik des Markts bestimmt und entschieden. Und das kann und ist von vielen als Kritik formuliert an Schulen, Strömungen, Bewegungen wie Diversity oder halt, wie das klingt hier vom Interkultur, oder wie du jetzt geschildert hast von postmigrantischen Theater, so, da gibt es anscheinend unterschiedliche Positionen. So eine Position sagt ja dort und die andere sagt na verbreiten und so. Mhm. Aber auch das wird verhandelt. Also was wird zum Mainstream gemacht? Und dann die Frage nach der Veränderung von Strukturen, die eigentlich nicht nur eine Integration in Mainstream fordert. So die Positionen sagen, wir wollen schon hinein, aber wir wollen nicht dort hinein, in das, was es gibt, sondern wir wollen dort hinein, um das zu verändern. Mhm. Ja, nicht um uns dort zu etablieren, um dann eine machtvolle Position zu erreichen. Also wir wollen nicht hegemonial werden. Mhm. Es geht nicht darum, hegemonial zu werden, es geht darum, im Kampf um die Hegemonie zu bleiben. Ne? Und da bin ich dann, also ich kenne mich mit postmigrantischen Theater, ich kenne nur den Begriff, aber ich kenne mich sehr wenig aus. Aber wenn ich von der Absicht höre, finde ich sehr sympathisch. Mhm. Also die Sache mit der Selbstverständlichkeit, dass es so eine Selbstverständlichkeit ist. Aber dass diese Selbstverständlichkeit dann wieder zur Normalität, das innerhalb des Gegebens wird, also der ungerechten Verhältnisse, die jetzt sind. Und dann mache ich nicht mit. Mhm. Also dann nicht. Da. Und das ist jetzt für die Arbeit im Kulturbereich zentral. Das sind zentrale Fragestellungen. Ja. Aber du hast ja eine wunderschöne Überleitung sozusagen zum nächsten Einspieler gebracht, wo es jetzt nämlich im folgenden Beitrag von Magda Gesiedis dann eigentlich darum geht, eben dieser Ansatz von Interkultur, der ja ähnlich wie Gender Mainstream sehr starker von oben nach unten Ansatz ist, also dieses ganz klare hierarchische Gefälle. Und die Frage sich natürlich stellt, aber wie können dann Gegenbewegungen, die sich halt vielleicht ja irgendwann mal in der Mitte treffen könnten, durch solche Programme A gefördert, unter Anführungszeichen, aber A ermöglicht überhaupt werden? Und das wird jetzt Magda Gesiedis kurz mal erläutern. Ja. Du hast ja Gender Mainstream erwähnt und auch so das Programm Interkultur, was bei den Strukturen ansetzt, klingt es ja wie ein klassisches so Top-Down-Modell, also von den Strukturen nach unten. Und auch bei Gender Mainstreaming und auch Diversity und so weiter gibt es ja diese Kritik, diese Programme brauchen ja eigentlich eine Gegenbewegung, also weil nur von oben nach unten diese Verordnung ja nicht funktionieren kann. Und wie konnten jetzt sozusagen, oder wie könnte das Programm Interkultur solche Gegenbewegungen da eigentlich begünstigen, also die von der Basis ausgehen? Naja, also jetzt in dem Bereich, wo man jetzt über die Einwanderungsgesellschaft diskutiert oder so, bin ich natürlich mit dem Problem konfrontiert, dass es so viele Bewegungen von unten, zumal im deutschsprachigen Europa, bislang gar nicht gegeben hat. Also es ist zwar so, dass es einen gewissen Druck von unten mittlerweile gibt, insofern, dass also insbesondere
sozusagen relativ gebildete Leute mit Migrationshintergrund anfangen, Diskriminierung zu thematisieren, anfangen darüber zu reden, dass sie ständig sozusagen unterbewertet werden und so weiter und dass sozusagen die Zugehörigkeit nicht mehr korrekt organisiert ist. Aber das ist weiterhin auch noch ein relativ kleiner Bereich von Leuten. Dann gibt es eine Reihe von Organisationen, traditionelle Organisationen, türkische Gemeinden oder ähnliches, die jetzt angefangen haben, sich sozusagen in zivilgesellschaftlicher Hinsicht zu professionalisieren und umzuorientieren. Aber der Druck von unten ist relativ schwach weiterhin. Ja. Also das hat natürlich auch zu tun mit den sehr exklusiven Staatsangehörigkeitsregelungen, die im Grunde nicht dafür gesorgt haben, dass sozusagen ein bürgerschaftliches Engagement von Leuten mit Migrationshintergrund existiert hat, weil sie einfach nicht als Bürger definiert worden sind. Also das heißt, man ist da noch so ein bisschen weiter zurück. Insofern war Interkultur auch ein Vorschlag, der sich tatsächlich eher an die institutionellen Träger gerichtet hat, in dem Sinne, dass man sagt, okay, guck mal, die Städte verändern sich gerade. Ja? Wenn du 67% Migrationshintergrund bei den Kindern unter 6 in Frankfurt hast, dann kannst du dir mal überlegen, wie diese Stadt in 20 Jahren aussehen wird und bist du darauf vorbereitet. Ja? Und das war sozusagen also eine Möglichkeit, den demografischen Wandel als Transmissionsriemen einzusetzen, um im institutionellen Bereich Innovationen herbeizuführen und zu sagen, okay, du musst dich an dieser Vielheit in den Städten orientieren. Also dass das Top-Down darin gewissermaßen angelegt ist, würde ich gar nicht bestreiten und ist auch der problematischere Aspekt davon. Wobei man aber auf der einen Seite sagen muss, dass der Kulturbereich einer ist, der vergleichsweise auch relativ top-down organisiert ist. Ja. Also wenn man sich mal Theater anguckt oder so, also die Rolle, die ein Intendant am Theater spielt, scheint mir mit sozusagen modernen Ideen von Demokratie nicht unbedingt vereinbar zu sein. Also das heißt, man muss quasi auch auf dieser Ebene anfangen, um sozusagen die Institutionen wiederum auch in so einen Wandel reinzubringen, der sie dann eher auf die Stadt ausrichtet. Also das heißt, der Top-Down-Wandel zum Beispiel am Königlich-Flandrischen Theater in Brüssel, was irgendwie ein ganz gutes Beispiel dafür ist, für einen Veränderungsprozess, der in der Institution in Gang gesetzt worden ist, hat daran bestanden, dass sie aufgehört haben, von diesem Intendanzdenken auszugehen und sozusagen einen Rat gegründet haben, der sich aus verschiedenen Teilen der Bevölkerung zusammengesetzt hat und der jetzt sozusagen auf der Leitungsebene das Programm gemeinsam bestimmt. Das wirkt dann erstmal so etwas chaotisch, macht aber Sinn in Bezug auf eine auch, wie auch immer, sehr heterogene und auch gespaltene Stadt wie Brüssel. Ja, also die jetzt nicht nur sozusagen viele Personen mit Migrationshintergrund hat, sondern auch noch von der wallonisch-flandrischen Trennung und von der Tatsache lebt, dass sie sozusagen die europäischen Institutionen dort hat. Also das heißt, diese Verflüssigung lässt sich top-down auch in Gang setzen, wenn sie den Willen hat, Leute partizipieren zu lassen. Aber das Problem ist sozusagen da. Also darüber kann gar kein Zweifel bestehen. Das ist auch ein fortwährendes Thema, dass es sozusagen zu wenig Druck von unten gibt, dass es eine gewisse Faulheit der Bevölkerung mit Migrationshintergrund hat, gibt sich für ihre eigenen Interessen einzusetzen. Ja, wiederum mag der Gesides, ich möchte gleich mit dem letzten Statement anknüpfen, so eben diese Frage von Gegenbewegungen, Druck von unten. Was würdest du, um wieder bei dir zu beginnen in der Runde, auf diese Aussage antworten, dass er sagt, dass halt es der Faulheit der Bevölkerung oder mitunter der Faulheit der Bevölkerung mit Migrationshintergrund geschuldet ist, dass keine großen Bewegungen im deutschsprachigen Europa entstanden sind? Ich würde das auf keinen Fall zustimmen und ich absolut nicht, also so wie ich verstehe, also das Attribut der Faulenzen, Faulheit hat besonders, ich komme aus einem kolonisierten Land und Menschen, die nicht weiß sind und waren, wurden historisch 500 Jahre bis heute der Faulheit und der Faulenzen beschuldigt und dafür verantwortlich gemacht für die Armut, für das nicht gebildet sein und so weiter. Ich finde es sehr gefährlich und sehr problematisch, diese Erklärungsversuch hier. Also, es sind so wie in Österreich, also in der Mehrheitsgesellschaft,
Entpolitisierungsprozesse zu beobachten in den letzten Jahrzehnten und so weiter. Und diese Entpolitisierungsprozesse sind ebenfalls unter anderen Gruppen in der Gesellschaft, hier und woanders, auch in Europa und in anderen Ländern also des Westens zu beobachten. Und jetzt den Migranten, also Faulheit, es ist sehr problematisch, es ist extra politisch sehr problematisch. Also ich will jetzt nicht rassistisch sagen, aber im Kontext von der Kolonialgeschichte war und ist das ein rassistisches Argument. Und hier zu übersehen, dass die fehlende Partizipation nicht nur spezifisch für eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung ist, ist wiederum sehr problematisch. Ne? Und daher, das ist mein Kommentar dazu. Könnte man jetzt hernehmen als gelungene Integration. Genau. Sie sind genauso unpolitisch wie die Autofahrer. Genau so faul. Ja, so faul und ja, das Dramatische ist, glaube ich, dass sozusagen es an bleiben wir bei diesem Feld sozusagen an Migrantinnen, aber ganz andere Erwartungshaltungen herangetragen werden im Sinne von positioniert euch, engagiert euch, steht doch gegen dieses Unrecht, rassistische Fremdengesetzgebung und so weiter auf. Also sozusagen dann schon relativ schnell wieder diese Zuschreibung passiert, das ist jetzt Eicherfeld, kümmert euch drum. Genau. Und das ist aber eben, wie du richtig sagst, oder aus meiner Warte richtig sagst, ich kann keine Noten abgeben, aber... rote Karte, weiße Karte. Aber das sozusagen, das eben generell gesamtgesellschaftliche Politisierungsprozesse einfach sind, die da sind und das grundsätzlich zivilgesellschaftliche Engagement im deutschsprachigen Europa und vor allem auch in Österreich nach wie vor sehr zu wünschen übrig lässt. Aber ist es nicht so, dass teilweise gerade im migrantischen Bereich die Communities irrsinnig stark sind? Eben. Also dass da das Engagement also die eigentlich... Die Konzentration ist wahrscheinlich, wenn man so vergleichen würde, ist sehr hoch. Das geht dann halt über diese Community teilweise nicht hinaus oder so, aber es ist trotzdem noch irgendwie ein dichteres und vernetzteres Gefüge als teilweise... einzelne bürgerliche Familien hier leben. Absolut. Ja. Absolut. Man müsste dann vielleicht eher fragen, warum können diese Communities und ihre Anliegen nicht wirkmächtig werden, wo man dann also sozusagen wieder bei der mehrheitsgesellschaftlichen Struktur ist, die das einfach nicht zulässt, durch Gesetzgebungen, natürlich. Durch Ansässigkeitsbestimmungen, durch ganz rigide Ausschlüsse. Und alles, was das da eben. Also es ist, und auch weil die Mehrheit der Migrantinnen, also das heißt, diejenigen, die noch nicht eingebürgert, österreichische oder deutsche Staatsbürgerschaft, die haben auch keine politischen Rechte. Mhm. Also das ist, aber das rechtfertigt nicht ein fehlender oder ein geringer bürgerlich. Naja, zum Teil schon. Aber da kommt eben mal zur Diskussion, wer hat das Recht hier und wer wird hier tatsächlich, von welchen Bürgern, Bürgerinnen reden, wenn wir über bürgerschaftliches Engagement reden, das wird dann schwierig. Das ist die klassische Frage dann wieder, wer spricht. Genau, wer spricht und wer hört und wie hört man, wenn jemand spricht. Und wer kann sich wie viel herausnehmen? Ne? Also, wenn ich einen prekären Aufenthalt habe, da mich an die Straßenmaschinen zu ketten oder so etwas, wo mir nichts passiert, ja, dann das muss man vielleicht öfters überlegen. Und auch, finde ich, kompliziert, die Kämpfe zu entnennen. Ja? Die Kämpfe, die schon seit 30, 40 Jahren mit nicht, also das ist eine Kontinuität hier, ne? Also in den Kämpfen. Es gibt einige Arbeiten in diese Richtung, die in diese Richtung forschen. Ne? Das hat auch mit der Geschichte zu tun, mit Geschichtsschreibung, mit Benennen und Nicht-Entnennen. Es gibt Kämpfe. Kämpfe von Arbeiterinnen mit Migrationshintergrund oder wie man das weiter nennt. Es gibt die schon. Aber es ist um einerseits der Zeit geschuldet und auch vielleicht im Flow sozusagen zu bleiben. Aber es ist natürlich im Interesse des Mainstreams sozusagen genau diese Kämpfe, Konflikte und so weiter möglichst nicht anzusprechen und durch im Wald ja oktroyierte Maßnahmen, um das jetzt mal so zu formulieren wie Gender Mainstreaming, Diversity und so weiter, die gar nicht zuzulassen, sondern da über Nivellierungsmechanismen eigentlich diese Konflikte zuzudecken
Und in der dritten Zuspielung jetzt war das eigentlich genau dann diese Frage, inwieweit eigentlich Interkultur vielleicht in dieser Programmatik, wie es Mark Tecker sieht, ist immer wieder skizziert, genau aber dazu angetan sein könnte, genau diese Konflikte aber offen zu legen. Bitte sehr. Abschließend so vielleicht die Frage im Gegenzug zu den gängigen Diversity-Konzepten, da gibt es auch eine massive Kritik daran, dass die eigentlich sehr stark dazu angetan sind, Konflikte eigentlich kleinzureden, die virulent sind und im Sinne von einer Nivellierung von Konflikten quasi arbeiten. Ist Interkultur ist eigentlich dann schon in dem Sinne dagegenbewegend, dass man sagt, da müssen Konflikte offengelegt werden, um so die produktive Kraft von Konflikten weiterhin zu schüren. Ja, die Diversity-Programme in den Vereinigten Staaten lassen sich im Grunde jetzt mit dem, was ich mit Programm Interkultur mache, zwar so manchmal inhaltlich vergleichen, aber auf der anderen Seite von der Gemengelage, aus der sie entstanden sind, im Grunde überhaupt nicht. Also bei, in den USA hat es die Kämpfe der Bürgerrechtsbewegung gegeben. Es hat eine relativ starke Antidiskriminierungsgesetzgebung gegeben, auch aufgrund der Stärke der Bürgerrechtsbewegung. Und die Diversity-Konzepte waren in den Unternehmen eine Art und Weise, das war ja wirklich auch sehr stark im privaten Bereich, eine Art und Weise, umzugehen auf der einen Seite mit der starken Antidiskriminierungsgesetzgebung und mit der Tatsache, dass man erkannte, dass sich die Arbeitnehmerschaft in absehbarer Zeit neu zusammensetzen wird. Es gab mal einen Bericht in den USA, ich weiß nicht, wann das war, 2000 oder auch schon in den 90er Jahren, wo klar war, also wo dieser Bericht eben feststellte, okay, der Zuwachs an Arbeitnehmern, der jetzt kommen wird, wird sich hauptsächlich aus Frauen und Minderheiten zusammensetzen. Das war quasi, das hatte eine gewisse Schockwirkung auf die Unternehmen, weil sie gesagt haben, okay, wir sind darauf eigentlich nicht vorbereitet. Wir haben weiterhin das Modell, dass der männliche Normarbeitnehmer unser Typus in der Institution ist und wenn wir so weitermachen, führt das eigentlich zu einer Spaltung mehr. Der Arbeitnehmer schon, die wollen wir nicht. Und insofern, die Kämpfe sind vorausgegangen und der Wörter, die war natürlich irgendwie eine Reaktionsweise, auf der einen Seite ein Befriedungsprogramm, auf der anderen Seite aber auch sozusagen der Moment, wo die Unternehmen gesagt haben, okay, wir wollen das selbst in die Hand. Also wir sind daran interessiert, das selbst in die Hand zu nehmen, weil es unseren ureigenen Interessen nützt. Weil wenn jemand diskriminiert ist innerhalb des Unternehmens, arbeitet der nicht gut und das liegt nicht im Interesse unseres Unternehmens. Also das war eine ganz egoistische, kapitalistische Logik. Was jetzt Programm Interkultur betrifft, irgendwie habe ich diese Situation ja, haben wir eben schon drüber gesprochen, habe ich diese Situation gar nicht, dass es diese Kämpfe alle gegeben hat. Und das Programm Interkultur setzt, würde natürlich tatsächlich auch da ansetzen, wo die Auseinandersetzung zu führen wäre. Also weil das Befriedungsprogramm haben wir in Deutschland, Österreich oder Schweiz schon lange gehabt. Ja. Also das ist einfach sowas, wo man sozusagen die Konflikte immer so einharmonisiert, weil man auf der anderen Seite auch ganz genau weiß, nein, die Leute dürfen sowieso nicht wählen und mitbestimmen. Ja. Also dann können wir so tun, als wären wir ausländerfreundlich und unsere ausländischen Mitbürger, für die haben wir dann so eine Art moralische Verantwortung, dass die jetzt nicht so sehr marginalisiert werden. Und diese Zeiten sind ja jetzt endgültig vorbei. Also das heißt, es geht sozusagen darum, verschiedene Dinge festzustellen. Also dass es Diskriminierung gibt und das ist allein schon konfliktuös genug, dass bestimmte Leute, auch eine bestimmte Schicht in der Gesellschaft, klassisches Bürgertum sozusagen an Definitionsmacht verlieren wird, an Privilegien verlieren wird. Und die Sarrazin-Debatte im Übrigen ist definitiv eine Reaktion auch dieser Gruppe gewesen, die jetzt ihre Fälle schlimm sieht. Ja, also die fürchten um ihre Definitionsmann und fürchten ja tatsächlich auch schon um ihr biologisches Aussterben. Ja, also wenn man sich überlegt, dass das sozusagen auch so eugenische Vorschläge beinhaltete, 50.000 für jede bürgerliche Frau, die ein Kind bekommt. Ja, also das ist ja völlig, muss man sich mal vorstellen, auf welchem Niveau die Paranoia sozusagen da stattfindet. Und also das heißt, die Auseinandersetzung muss dringend geführt werden. Und auf der einen Seite ist es auch so, dass man nochmal klar machen sollte, dass die Einwanderungsgesellschaft auch keine gemütliche Angelegenheit ist. Ja, also es geht gar nicht darum zu sagen, die Vielheit selbst oder die und auch die sozusagen Übertragung von Vielheit in den institutionellen Bereich ist eine konfliktfreie Angelegenheit. Das wird es nicht sein. Ja, also je weniger sozusagen an autoritärer Steuerung stattfindet und der Staat wird zu dieser autoritären Steuerung, siehe Sparprogramme etc., auch in absehbarer Zeit nicht mehr so in der Lage sein, noch oder noch weniger in der Lage sein als in den 60er Jahren oder in den 70er Jahren noch oder ähnliches,
wird auch dazu führen, dass sich sozusagen horizontale Konflikte in der Gesellschaft etablieren. Das haben wir ja schon, wenn es irgendwie sozusagen um Wertekonflikte geht zwischen unterschiedlichen Gruppen, die leben und so weiter und so weiter. Ja. Und das kann ich eben nur, dem kann ich aber eben nur begegnen, indem ich sozusagen auch von der Gruppenlogik wegkomme und sage, okay, also die Vielheit sollte im institutionellen Bereich so repräsentiert sein, dass ich davon ausgehe, dass es sich bei den Leuten, die ich da vorfinde, in der Bevölkerung um Individuen handelt. Ja. Und ich berücksichtige sozusagen, dass es Individuen sind, die ihr Potenzial ausschöpfen können und die haben unterschiedliche Hintergründe und Voraussetzungen und Referenzrahmen. Und das baue ich sozusagen in den institutionellen Betrieb als Innovationskraft ein. Ja, das Programm Interkultur würde da ansetzen, wo die Kämpfe auch zu führen werden. Und wie Magda Xidis gerade gesagt hat, und das Befriedungsprogramm haben wir schon lange gehabt. Gerade im Theaterbereich, wie wir halt ja schon diskutiert haben, herrscht jetzt eben dieser Anspruch vor, eben auch aktuelle Themen in Szene zu setzen, sozusagen. Ist es aus deiner Sicht das Theater dann eine geeignete Vermittlungsbühne, um für die Austragung dieser zu führenden Kämpfe? Oder als, ja? Ungeeignet wäre es dann, meinst du, wenn die Schwelle zu hoch ist, ins Theater zu gehen? Wahrscheinlich, oder so, ja. Ja, also es ist natürlich schwierig, wenn man ein großes Haus hat mit einem großen weißen Portal, dass man dann die Schwelle abträgt sozusagen und kleiner macht, als sie ist. Und andererseits ist es natürlich eine Aufgabe der Kommunikation eines großen Hauses mit weißer Schwelle, diese Schwelle fühlbar kleiner zu machen. Ich glaube schon, dass das Theater... Also es ist sicherlich in unserer Kultur ganz eng, also tief verankert. Das gibt es in jeder kleinen Stadt, wie das Schwimmbad, wie die Eishalle und so weiter. Und da hat es irgendwie eine andere Selbstverständlichkeit, glaube ich, als ich glaube auch in der Türkei oder so. Obwohl es da natürlich in den Städten auch große und wichtige Theater gibt. Was ich sagen will ist, ich glaube grundsätzlich, dass das eine Aufgabe der Kommunikation der Häuser ist, die zu öffnen. Und dann geht das Theater ja selbst immer wieder in den Stadtraum hinaus. Oder Theater Nyx hat 2006, glaube ich, in Neufelden ein großes Sommerfest gemacht mit dem Landestheater zusammen. Da ging es, hieß Wir alle in einem Boot. Waren, ich glaube, über 100 Asylwerber und Migranten beteiligt. Und das ist dann natürlich sehr niederschwellig, wo man auch mal nach Neufelden rauskommen muss. Aber das Theater ist ja nicht nur jetzt gebunden an diesen Raum mit dem großen weißen Portal. Das heißt, das Theater kann eigentlich dorthin gehen, wo die Kämpfe auch, also wo die Konflikte da sind. Ja. Genau. Es gibt ja eben auch andere Bühnen, es gibt ja eben auch Kellerbühnen, es gibt ja eben auch Mittelbühnen, die unser Haus ist in der Wiener Straße und links und rechts sind zwei Spielhallen oder wie das heißt und ein Kebabstand und das Portal unterscheidet sich unwesentlich voneinander, sage ich mal. Ich möchte anschließend an diese Frage natürlich nur mal auf das zurückkommen, was du halt vorher schon mal gesagt hast, Ruja. Du hast ja sozusagen selbst zitiert, weil sonst hätte ich jetzt zitiert, aber du hast ja schon selbst zitiert, nämlich mit dieser Frage, ob man jetzt sozusagen hegemonial werden möchte, im Mainstream ankommen. Und du hast eben in einer Publikation 2007, wurdest du auch damit zitiert, dass du gesagt hast, du plädierst dafür, auf dem Weg zum Hegemonialen zu bleiben, weil es darum geht, auf dem Weg dorthin die Spannung aufrechtzuerhalten und sich innerhalb dieser Spannung zu bewegen. Die Frage ist natürlich, ob es sozusagen, sollte es so diese Theorie vom Programm Interkultur Erfolg haben, ob dann dadurch auch ein Spannungsverlust entsteht. Also ob sozusagen dann die Spannung verloren geht, die eigentlich dieses Ausverhandeln von Macht mit sich bringt. Das gibt, ich bin da kein Politik. Wissenschaftlerinnen, die da, also, aber aus meiner Perspektive da würde ich sagen, es gibt unterschiedliche Front
an diesem Kampf. Ne? Und es ist absolut vertretbar, legitim, notwendig, dass Personalveränderung stattfindet in den jeweiligen Häusern, Einrichtungen und so weiter. Und so weiter. Aber es ist absolut vertretbar, notwendig, legitim und so weiter, zu sagen, diese Strukturen müssen verändert werden. Ne? Das ist so gleichzeitig. Also es geht nicht um eine Integration, es geht um eine Transformation. Mhm. Und im Sinn von dieser Transformation sehe ich hier, so dieser Kampf um Transformation, sehe ich die Spannung. Also ich bewege mich in einem politischen Kampf, der eine Transformation von bestehenden Strukturen zu bewirken versucht, aber nicht nur, parallel dazu auch, dass Menschen Arbeit, qualifizierte Arbeitsstelle finden, unter anderem im Kulturbereich. Ne? Kannst du ein Beispiel geben für diese Transformation? Grundsätze, die Selbstverständlichkeiten in der Philosophie, in der Führungslogik und von Institutionen und Einrichtungen, Grundsätze, die hier Selbstverständlichkeit hier in Frage gestellt werden sollten. Und da mussten wir noch etwas genauer und mit mehr Zeit sprechen. Aber es geht darum, um Grundsätze hier, Selbstverständlichkeit in der Logik, Wahrheiten, Annahmen. Mhm. Ne? Also in Frage also es hat damit zu tun, dass eigentlich so wie jeder Betrieb sucht, immer wieder ähnliche Menschen. Ja. So. Zum Beispiel. Und es geht wahrscheinlich in letzter Konsequenz darum, beständig die eigenen Strukturen, die eigenen Inhalte, die Programmatik zu reflektieren und das sozusagen wirklich ständig, vor allem mit dem Gegenüber, das irgendwo außen ist und nicht innerhalb der eigenen Institution zu spiegeln. Der Aufruf ist ja gestartet worden, wir bräuchten mehr Zeit. Dem strengen Programmkonzept von Dorf ist es geschuldet, dass wir nicht mehr Zeit haben natürlich. Darum wirst du jetzt zum Schluss kommen, den wir relativ pragmatisch machen, indem ich mich sehr herzlich bei euch bedanke fürs Kommen, für eine sehr spannende und lebhafte Diskussion. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch ans Zusehen vor Monitoren und Bildschirmen. Ich möchte nur hinweisen auf die aktuelle Ausgabe der KUPF-Zeitung mit dem Schwerpunkt Interkultur. Die KUPF-Zeitung liegt in sehr vielen oberösterreichischen Kulturhäusern auf und kann unter kupf@kupf.at abonniert werden. Und mit einem Zitat aus dem vorigen Beitrag möchte ich Sie in diesen Frühlingsabend entlassen, wo Marc Terkesiz gesagt hat, es muss klar sein, dass die Einwanderungsgesellschaft keine gemütliche Angelegenheit ist. Es geht nicht darum zu sagen, dass die Übertragung von Vielheit in den institutionellen Bereich eine konfliktfreie Angelegenheit ist. Schönen Abend noch.